Wir kommen jetzt zum Überraschungssieger im Qualifying von gestern, vom Team Freenet, Marokko, Younes Zarou. Jetzt heißt's: Ich flieg nach Marokko. Nein, denn Marokko ist schon hier. Hier ist der Influencer Younes Zarou. Weißt du, wo Marokko liegt? Ganz nördlich von Afrika. Ja, Nordafrika. Und an welchem Meer liegt Marokko? Antarktische Ozean. Knapp daneben. Nächster? Schwarzes Meer. Auch nicht. Richtig wäre Mittelmeer. Mittelmeer, ja. Ja, ja. Was wäre denn so ein typisch marokkanisches Tier? Ich glaube, ich würde ein Känguru nehmen. Ah, ein Känguru. Wer kennt's nicht? Das marokkanische Känguru. Neuer Versuch. Kennst du denn ein typisch marokkanisches Gericht? Das einzige afrikanische, was ich kenne, ist Fufu. Fufu? Aber ich hab's auch nie gegessen, aber ich kenn's nur von TikTok. Na klar, woher auch sonst? Und was siehst du hier Leckeres? Sieht aus wie Köfte. Köfte? Ich weiß jetzt nicht, irgendwas mit Hackfleisch. Falafel ist ja mehr der, also kommt aus dem Arabischen. Aber ja. Ich glaub nicht, dass das marokkanisch ist. Nee. Die essen sehr viel Fleisch, aber... Sieht nicht marokkanisch aus. Nö, ne? Ich sehe hier Frikadellen. Okay. Wäre für mich jetzt eher deutsch. Richtig. Und was ist das hier für ein Gericht? Keine Ahnung, ist das so ein Paella-Ding? Paella? Klingt eher nach einer Schlagersängerin. Ich bin so glücklich, dass ich letztens auf einem spanischen Fest war. Ja? Das ist was Spanisches, das ist deren Spezialität. Habe ich auch gegessen, schmeckt unglaublich lecker. Ach echt? Und wie heißt diese spanische Spezialität? Paella, ja. Richtig. Ess ich nicht. Muss auch nicht. Kommt das denn hier aus Marokko? Das ist ein Salat, glaube ich. Ja, kann man so sagen. Couscous, typisch marokkanisch. Genau. Und typisch marokkanisch ist auch er, Younes Zarou. Marokko hat bei der Fußball-WM beim Ball überzeugt und ich überzeuge heute bei der Bock-WM. Auf die Piste, fertig, Maghreb United! Younes Zarou, 51 Millionen Follower. Taylor Swift hat sich die Tränen mit Dollarscheinen weggewischt, als sie das gehört hat. Er ist heute im Wok und er ist bereit. Younes, mein Lieber, du hast gestern bei der Qualifikation ersten Platz belegt. Wie war das für dich? War natürlich ein großartiges Gefühl, aber das kann man jetzt nicht hier vergleichen. Also ich habe jetzt gerade auch gesehen, die anderen Teilnehmer feilschen wirklich um jede Millisekunde, gerade eben noch hier an den Boxen poliert, Gleitgel draufgepackt, alles was geht, Hauptsache das flutscht, lädt schneller. Und, aber ansonsten, ja, also mal gucken, wie es jetzt wird. Ja, ich habe auch immer Gleitgel dabei vor der Wok-WM, ist sehr wichtig. Völlig normal. Willkommen bei Wahre Liebe im Wok. Aber wir freuen uns wirklich sehr auf dich. Bist du aufgeregt? Ich bin mega aufgeregt und immer wenn ich aufgeregt bin, muss ich auf Toilette und ich muss jetzt wirklich dringend auf Toilette. Du sitzt auf dem Wok, mein Lieber, jetzt gib alles. Wir drücken dir die Daumen. Ich habe richtig Wok. Oh, sehr schön, sehr schön. Wow. Wortwitze mögen wir gerne. Viel Spaß in der größten Bettpfanne der Welt. Lass einfach laufen, mein Sohn. Boah, ist der schwer. Ist der schwer, der, meine Güte. Du musst das Ego mitschieben. So, komm. Jetzt. Younes Zarou. Younes Zarou. Team Marokko. Da sind also die Bügel links und rechts, da kann er sich festhalten, die sind für die Rennrodler dort angebracht, aber dort kann man sich auch als Wokfahrer hervorragend abziehen. Bisher Marokko im Wintersport noch nicht so sehr auffällig gewesen, aber er hat die Erfolge der Fußballmannschaft, der Nationalmannschaft angesprochen. Ich glaube, es war der vierte Rang. Ich bin ja nicht so der große Fußballexperte, aber ich glaube, so ungefähr war das. Jetzt gucken wir, was er hier schafft. Das war ein richtiges Klasse-Qualifying gestern, aber hier braucht man natürlich auch ein bisschen Erfahrung. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Und hier, Rückstand unter einer Sekunde, ist auch in Ordnung. Ah, und da muss er viel machen, ja. Immer wenn ich sie lobe, kommen plötzlich die Probleme. Also probiert das mit den Füßen zu machen. Lässt die Hände eng am Körper. Das ist auch ziemlich clever, das ist nicht schlecht. Und nur 1,2 Sekunden. Also der hat da gar nicht viel mehr drauf bekommen. Squid gehen Kreisel. Der Kreisel wird hier auf dieser Bahn links rumgefahren. Altenberg ja beispielsweise rechts rum, also das sind die Unterschiede. Aber auf vielen Bahnen in der Welt, so wie auch hier, ist seltsamerweise die Kurve 9 der Scharfrichter. Und die meistert er sehr gut. Kann er unten raus noch mal ein bisschen beschleunigen. Younes Zarou ist unterwegs, der Letzte hier in diesem Feld. Dann wissen wir, wer ausscheidet. Und er hat gute Chancen, noch dabei zu sein. Ja, vielleicht sogar mit, um die Medaillen zu fahren. Wir werden es sehen. Da haben wir eine Zeit von 1:10:47. Vierter Platz für ihn. Also die Differenz 2,58 Sekunden, immer gemessen am besten. Hier sehen wir es nochmal. Hände vorsichtig raus. Ja, da trifft er auch so ein bisschen diesen Raureif. So wie vorhin schon Armin Zörgeler, der Zweitplatzierte. Also oben im langsamen Teil
da kosten ja diese Fehler immer ein bisschen mehr. Aber dann ist er klasse gefahren. Das hat er richtig gut gemacht. Also ja. Da ist, glaube ich, sogar noch Bronze drin für ihn nachher. Ja, das hast du richtig gut gemacht, Mensch. Was würde dieser Mann für Zeiten fahren, wenn er einmal das Handy weglegt, ne? 1:10, was sagst du? Ja, genügend Gleitgel draufgepackt, ne? Oh, du mit deinem Gleitgel, meine Herren. Aber ich finde, es sah auch richtig gut aus, Mensch. Wie, als würdest du das öfter machen? Nee, also wirklich, also die letzten Male davor bei den Proben, ich hatte, glaube ich, 1:30, ich war immer der Schlechteste, wirklich. Ja, irgendwie, bisschen Glück gehört immer dazu, deswegen freue ich mich sehr jetzt, dass wir jetzt noch jetzt, vierter Platz sind wir jetzt, ne? Vierter Platz, ja, ist doch, kann man arbeiten damit. Kann man vielleicht arbeiten. Jetzt noch mal ein Tutorial checken von Hacke Schorsch, dann klappt es auch in der zweiten Runde. Vielleicht noch einen Tacken besser. Ich gucke mir jetzt erstmal ein Tutorial, wie man besser hier die Piste runterfährt. Das du musst los, du musst auf Toilette, ne? Frag den Evil Jared, der kann dir Tipps geben, wie man das zurückhält. Elton. Ja, das war also der erste Lauf im Einerbock und wir können jetzt mal das amtliche Endergebnis zeigen. Wer war denn der Schnellste? Und es ist erstaunlicherweise Joey Kelly gewesen, obwohl wir eigentlich ja gesagt haben, die Bahn ist noch nicht so gut, die wird immer schneller, aber Joey Kelly hat es geschafft, ist als erster gestartet und ist auch auf Platz 1 für das Atlas Safety Shoes Team. Dann Armin Zögeler auf der 2, das hat man ja auch ein bisschen erwartet, das ging jetzt ein bisschen schnell, die Überleitung, vielleicht können wir noch mal das zurückblenden, damit ich das sehen kann, oder ich gehe einfach zum anderen, kann mir das hier auch angucken, das geht vielleicht sogar besser. Dann Aldi Sports Team, Sophia Thiel, sensationell auf der 3, Freenet, Younes Saru haben wir gerade gesehen, 4, TV Total, Sebastian Puffpuff hat es auch geschafft und kämpft auch noch um eine Medaille auf jeden Fall mit, Squid Game, Evil, Jared auf der 6, Leckerbock, René Casselli auf der 7, Schokomel, Lukas Cordalis hat es noch geschafft, er darf noch mitmachen beim zweiten Lauf auf der 8, aber leider nicht mehr dabei für Zoll-Karriere, Kevin Großkreuz und Julina Menen, Schau ins Land reisen auf der 10, leider nicht mehr dabei im zweiten Lauf.